Herr Professor Rosenkranz, was waren Ihre Beweggründe, einen Tag der Lehre zu initiieren? Herr Dr. Uhle, Sie kennen ja eigentlich unsere Position in den Rankings. Wir bieten heute schon sehr gute Lehrer an der Fachhochschule Aachen, sonst hätten wir nicht diese Position in den einstiegigen Rankings. Wir haben durch unsere Qualitätssicherung, wissen wir, dass unsere Studierenden mit der Lehre sehr zufrieden sind. Insofern ist die Frage, warum machen wir überhaupt einen Tag der Lehre, durchaus berechtigt. Ich glaube aber, dass genau weil wir das so als selbstverständlich empfinden, dass wir gute Lehre machen, es wichtig ist, die auch nochmal in den Blickpunkt zu nehmen und sichtbar zu machen. Also das, was da stattfindet, was gut ist und was wir für selbstverständlich halten, auch nochmal sozusagen ins Licht zu bringen und ein Forum des Austausches darüber zu schaffen. Das tun wir bisher vielleicht noch nicht genügend, dass wir auch mal öffentlich darüber reden, wie wir es machen, warum es gut ist. Vor allen Dingen auch unsere Studierenden an diesem Prozess beteiligen. Das tun wir implizit über die Evaluation und es wird in der Lehrveranstaltung auch darüber gesprochen, warum eine Lehrveranstaltung als gut gesehen wird. Aber wir tun das nicht gemeinsam hochschulöffentlich. Und das sind zwei wichtige Gründe, warum wir so einen Tag der Lehre schaffen. Also einmal Sichtbarkeit, zweitens ein Austauschforum. Nun lag der Schwerpunkt beim ersten Tag der Lehre auf der Digitalisierung. Welche Herausforderungen sehen Sie darin, auf einen Trend zu reagieren? Und welche Vorteile liegen Ihrer Meinung nach in digitalen Lehrangeboten? Ihre Frage hat ja zwei Teile. Zunächst mal, ich hatte darüber gesprochen, dass ich denke, dass wir sehr gute Lehre hier an der Fachhochschule Aachen haben. Aber wir müssen uns natürlich überlegen, wird die gleiche Lehre, die wir heute als gut empfinden, in 10 Jahren auch noch gut sein? Und wir müssen natürlich uns schon überlegen, wie wir uns insofern, wie wir auf einen Trend reagieren. Nicht einem Trend anpassen, sondern auf einen Trend reagieren. Und dazu muss man sich überlegen, was macht gute Lehre aus? Was wird in 10 Jahren noch Bestandteil guter Lehre sein? Und was müssen wir verändern? Und insofern wird es schon so sein, dass uns die Digitalisierung dahin bringt, dass wir bestimmte Dinge verändern müssen, auch um die Chancen, die digitale Lehre bietet, mitnehmen zu können. Und das kommt zum zweiten Teil Ihrer Frage, welche Chancen bietet es denn eigentlich? Und augenfällig ist es möglich, mit digitaler Lehre für asynchrones Lernen zu sorgen. Das heißt, wir müssen nicht mehr im Präsenzunterricht alle zur gleichen Zeit das Gleiche tun, sondern es kann zeitversetzt stattfinden. Jeder kann seine Lehre für sich oder die Idee kann ihre Lehre für sich selbst individualisieren, was Zeitabläufe angeht, kann auch entsprechend ihrem Arbeitsfortschritt arbeiten oder entsprechend seinem Arbeitsfortschritt arbeiten. Und das sind natürlich große Vorteile, die man ausschöpfen kann. Dabei müssen wir uns aber überlegen, welche Nachteile könnte digitale Lehre auch bieten, denn wir verlieren natürlich möglicherweise einige Aspekte des Miteinanderlernens in einem sozialen Umfeld. Das ist nicht zwingend der Fall. Es gibt die Aussage, dass virtuelle Klassenräume sozusagen auch stärker in einem sozialen Umfeld funktionieren. Das heißt also, die virtuellen Lernräume werden eigentlich realer. Es nähern sich stärker an eine natürliche Arbeitsumgebung an, weil man sich zum Beispiel auch mit digitalen Formaten treffen kann, austauschen kann. Und wir erleben ja auch das Umgekehrte, dass unsere Hörsäle, unsere Seminarräume im Grunde stärker virtualisiert werden durch entsprechende Ausrüstung, sodass man dazu eine gewisse Annäherung hat. Also das sind sicherlich auch interessante Aspekte, aber wichtig ist vor allen Dingen festzuhalten, wir müssen uns sozusagen die guten Bestandteile einer Präsenzlehre erhalten und gleichzeitig die Vorteile einer digitalen Lehre damit kombinieren. Ich denke, dann können wir einen echten Mehrwert schaffen. Jetzt ist der Tag der Lehre vorüber. Wie fällt Ihr Resümee aus? Hat er Ihren Erwartungen entsprochen oder nicht? Sie sehen jetzt ein breites Lächeln auf meinem Gesicht. Ja. Ja, er hat meine Erwartungen übererfüllt. Ich muss das wirklich so sagen, es war ein sehr positives Feedback, zunächst mal was die Teilnehmerzahl angeht. Ist natürlich nicht ganz einfach. Wir machen das ja auch letztlich während unserer normalen Lehrveranstaltungen, damit auch möglichst viele potenziell an der Hochschule da sind und erreichbar sind. Gleichzeitig gibt es natürlich dann auch schon mal Konflikte mit Lehrveranstaltungen. Das heißt, im Grundsatz war ich sehr erfreut darüber, dass viele Menschen gekommen sind aus der eigenen Hochschule, dass wir aber auch ein großes Interesse außerhalb der Hochschule erzeugt haben, also auch viele externe Gäste hatten, die sich dafür interessieren, wie wir mit dem Thema umgehen, wie bei uns Lehre gemacht wird. Das war also insofern
eine Überraschung für mich, dass also auch viele Gäste von außerhalb gekommen sind und sich dafür interessieren. Also das bewerte ich als sehr positiv. Und das hat wiederum im Nachgang Austauschprozesse mit externen bewirkt. Das heißt, unsere internen Player, sage ich mal, haben sich mit den externen Playern vernetzt und es gibt ganz viele Kontakte, von denen ich weiß, dass sie entstanden sind. Das ist natürlich auch ein sehr schöner Effekt, den ich in der Form erhofft, aber nicht erwartet hatte. So ein Tag der Lehre bedingt eine Menge Vorarbeit. Vorüberlegungen sind nötig, um so einen Tag zu einem Erfolg zu machen. Das macht man wahrscheinlich nicht alleine. Gibt es da einen entsprechenden Vorlauf? Und wer hat mitgeholfen? Ich bin Ihnen für die Frage richtig dankbar, weil da könnte ich wirklich einiges zu sagen. Zunächst mal würde ich gerne sagen, dass natürlich die Idee nicht ganz neu ist. Dass also auch schon vor längerer Zeit eine Idee entstanden ist, so etwas zu tun. Und ich freue mich, dass ich eigentlich ein super tatkräftiges Team hatte, was diese Idee auch gepusht hat und gesagt, so, das machen wir jetzt einfach mal. Und das freue ich mich unheimlich drüber, dass da so viel Dynamik entstanden ist. Wir hatten eine großartige Unterstützung von der Pressestelle, wir hatten großartige Unterstützung aus dem Rektorat heraus, aber wir hatten eben auch im Grunde in der ganzen Hochschule Unterstützer. Wir haben das SQSL-Team, was hochmotiviert dieses Format entwickelt hat. Und ich nenne so etwas immer ein Wohlfühlprojekt. Wir brauchen an der Hochschule auch manchmal Dinge, wo wir uns am eigenen Erfolg aufrichten können. Und das hat hier wunderbar funktioniert. Es ist also wirklich so, dass ich musste nicht viel tun, also als Prorektor für Studienlehrer habe ich wahrscheinlich an diesem Tag am wenigsten getan. Das ist wirklich aus der Dynamik eines solchen Teams entstanden und dafür möchte ich mich bei allen, die da mitgewirkt haben, nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Professor Rosenkranz, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.